Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch mal wieder auf der Let's Show Welt, die zweite Folge. Ich habe ein wenig weitergebaut. Äußerlich hier hat sich noch nichts verändert. Ich habe an der Mauer nicht weitergemacht. Ich habe aber das Portal vom Dock hierher geholt. Ich habe die Insel nämlich hochgeladen. Den Code dafür werde ich euch am Ende geben, falls aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen jemand von euch diese Insel besuchen möchte. Dann fangt da vor der Brücke an. Das ist, glaube ich, etwas annehmlicher, als wenn man da hinten beim Dock anfängt. Und ja, wie gesagt, hier hat sich nichts geändert. Ich habe natürlich ein paar Sachen hinzugebaut. Das Restaurant hatten wir schon beim letzten Mal. Alles andere ist neu, außer den Grundriss von dem Hotel hattet ihr schon gesehen. Wir gehen mal kurz uns das vom Dach aus angucken hier. Upsala. Wir gehen uns das mal kurz vom Dach aus angucken. Ich habe quasi drei zusätzliche Bauten dazu gebaut. Das Hotel, das Gebäude da hinten, was nicht unbedingt von mir ist, und hier so ein Garten-Streichelzoo-Teil. Das sieht, wenn man sich da von wo kann man sich das denn mal gut angucken? Von hier so ein bisschen. Gebäude. Da hinten, also das da hinten ist ein Laden. Das ist das Hotel. Und das da unten, das ist halt der Streichelzoo. Ich habe die Straße ein bisschen weiter gemacht. Ich habe auch die Weißbürger abgerissen und habe von dem DLC dafür diese Kieferbäume oder ich habe keine. Wie hießen die? Wie hießen diese Bäume? Ich müsste, glaube ich, noch welche haben. Das waren Kiefern, genau. Das fand ich etwas ansprechender. Die Weißbirke, das hat alles irgendwie zu hell gemacht. Deswegen habe ich die ausgetauscht. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ach nee, ich habe mittlerweile auch Bewohner hier. Die gucken wir uns mal einmal an, wen ich hier alles habe. Das ist einmal die Prinzessin, der Hund Ari von Grünefeld. Alles andere sind Bewohner von Gestaneninseln. Ich habe hier jeweils zweimal den Hund der zweiten Generation und da den finalen Hund der dritten Generation. Dann habe ich hier eine Händlerin, dann habe ich einen kleinen Jungen, dann habe ich ein kleines Mädchen, dann habe ich hier zur Gärtnerarbeit die Killermaschine, die habe ich Eva getauft. Eva, dann haben wir einen Bar, einen Schankwirt, eine Bäuerin und jetzt, Mensch, lauf doch nicht alle weg, das darf doch nicht wahr sein. Komm wieder hierher. Eine normale Dorfbewohnerin. Hier haben wir einen Koch. Da haben wir einen Koch. Wow, wow. Dann haben wir hier die Bäuerin. Und ich glaube, das waren alle, ne? Das waren, glaube ich, alle. So viele habe ich noch nicht geholt. Ich habe auch noch nicht so viele Megabetten. Also, wie gesagt, hier Straße. Ich habe Weißbürger ausgetauscht gegen die Kiefer. Habe das schon mal bis zu der ersten Kreuzung durchgezogen. Hier, das habe ich geklaut. Da hat BenXC mal ein Video gemacht, wie man das etwas verfeinern kann. Da habe ich quasi das Regal um den Baum, um den Pflanzkorb hier rumgelegt und da dann nochmal auf, ja, die Regalbretter oder in die Regalbretter diesen diese Falltür, Bodengatter. Ach man, ich bin schon wieder so bescheuert, ey, wie hieß das Ding denn? Ich krieg schon wieder nichts auf den Schirm. Wie hieß das Ding denn? Ich habe das natürlich jetzt nicht, doch, das Holzgitter. Das Holzgitter dazwischen geklemmt, damit man hier drauf stehen kann, weil sonst würde man einfach durchfallen. Also, wie gesagt, das habe ich von BenXC so übernommen. Hier ein Grammophon als Deko und dann Buch. Hier kann man sich halt schön hinsetzen und einen entspannten Tag genießen. Oh ja, was steht denn hier drin? Ach nee, es ist ein Porno, schnell weg. So, dann habe ich schon mal Züge platziert. Natürlich, mit den Zügen kann man fahren, was, das sieht gerade irgendwie komisch aus. Zack, 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 da geht's noch nicht weiter. Und zack, 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 da geht's einmal zurück. So. Mehr ist mit dem Zug noch nicht zu machen. So, und dann fangen wir mal am Hotel an. Draußen hier mit so einer Mauer mit Büschen drauf. Dann hier, wie ich es auf dem Hotel da oben gemacht habe, dieser, auf dem Restaurant da oben, dieser Eingang habe ich hier auch wieder mit Pflanzen viel gearbeitet, da oben ein paar Leuchtkästen drin versteckt. Hier draußen noch Bestuhlung. Gucken wir uns das erst von draußen. Ne, wir gucken uns das erstmal von drin an. So, man kommt, man geht rein und kommt natürlich ins Empfangszimmer. Alles mit Canapés ausgelegt. Ein paar Marmorblöcke, auch mit Grünzeug drauf. Hier jeweils noch ein Tisch an der Kante. Da wachsen auch von der Decke diese komischen Blumen runter. Hier ist der Tresen. Ich finde diese Leuchtkästen mit den
mit den Bilderrahmen davor, ich finde das echt geil. Das hatte ich schon in der letzten Folge gesagt, das hatte ich im Restaurant ja auch einmal. Das finde ich echt mega. Das finde ich echt mega geile Lichtsäulen. Naja, eine Lampe, Schreibzeug zum Einchecken, eine Uhr und so weiter und so fort. Da oben wieder so ein Dunstabzug, damit die auch frische Luft reinkommt. Grundsätzlich ein bisschen dunkel gehalten, aber der Kontrast schwarz zu weiß, das ist natürlich schon was, was man sich eigentlich gerne mal angucken könnte. Wenn wir dann hier diesen Raum betreten, dann kommen wir ins Badezimmer. Oh, sorry, wir kommen gleich wieder. Oh, danke. Dann kommen wir ins Badezimmer, her damit. Hier. Waschbecken, Unterschränke, Handtücher, eine Rose, es muss ja auch duften, Toilette, Toilettenpapier und hier die moderne Badewanne. Hier habe ich auch wieder so ein Leuchtkastending natürlich gemacht. Ich stehe einfach voll drauf, ich finde es so mega geil. Da oben Handtücher zum Abtrocknen und hier natürlich die Badewanne, die schöne. Natürlich mit Fenstern, die man zuziehen kann. Die Jalousie. Klappt nicht immer ganz so gut. Hier, ne, zack. Da müsste man sich jetzt hochbauen, um die da oben auch zuzuziehen. Aber man könnte es auf jeden Fall machen. Dann haben wir hier in der Ecke zum Hotel. Die haben ja auch eigentlich so fürs Buffet und so. Die haben ja so einen Restaurantraum. Ich habe jetzt eine Kneipe quasi reingebaut. Eine gigantische, coole, gut bestückte Kneipe. Hier der Tresen mit den Schnäpschen. Hier das Barschild, bla bla bla. Hier ein paar Bilder aufgestellt. Grünzeug, da ein Bild. Und halt die Tische, saufen, saufen, essen, saufen. Wie sollte es anders sein? Hier habe ich keine Vorhänge gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob in die Kneipe Vorhänge reingehören. Kann man ja natürlich noch machen, aber ich habe es jetzt erstmal ohne gelassen. Ansonsten, ja, gibt es zur Kneipe eigentlich nicht viel zu sagen. Hier ist der Dunstabzug von der Toilette, damit der ganze Kotduft hier reinkommt. Aber da geht auch gleich wieder raus. Zumindest hoffe ich, dass das so ist. Und dann haben wir hier halt, das musste ein Hotel ergeben. Und für ein Hotel ist man gezwungen, ein simples Schlafzimmer zu bauen. Das habe ich hier hingebaut, weil sonst ergibt es kein Hotel. Aber auch das simple Schlafzimmer kann man natürlich schön herrichten. Schnee, Strolch, Pelz, ein Sofa, hier nochmal Bild, Kleiderschrank, Wand und hier die zwei Betten. Mit dem Kopftisch, Kopfende dahinter, hier noch ein Bildchen und zwei Kommoden natürlich. Hätte ich vielleicht auch noch Kerzen. Ach nee, da kann nichts drauf, weil der Vorhang quasi diesen Block einnimmt. Okay, da kann man nichts mehr draufstellen. Hier auf den Tisch hätte aber noch was drauf gekonnt. Ich habe quasi beim großen Fenster Vorhang links und rechts und das dann mit diesen Wandbehängen noch so ein bisschen zugezogen, so ein bisschen nach dem Motto. Und dann haben wir noch einen richtigen Schlafraum, weil alle Bewohner brauchen natürlich einen Platz zum Schlafen. Und das ist hier der gigantische Schlafsaal mit vier Einzelbetten, zwei Doppelbetten. Die haben auch natürlich alle ihre Kommode, haben alle ihr eigenes kleines Nachttischlämpchen. Hier Kleiderschrank und Uhr für alle. Die nehmen halt nur das Nötigste mit. Ein bisschen Blume hier hinten, dass ich zumindest mal hingesetzt werden kann mit einem Bananenkorb. Hier auch wieder Fenster. Behang Dito wie den anderen quasi kopiert. Jetzt wird es gerade dunkel. Das ist das Zeichen für uns zu schlafen. Was haben wir hier gerade? Aha. Geisterhaus. Und da auch Geist. Okay, ist ein ziemlich geisterhaftes Zimmer. Wobei man natürlich sagen muss, jedes Mal, wenn man den Spielstand lädt, dann ändern sich diese Bilder. Die sind ja quasi von online, von den Schnappschüssen, die irgendein anderer Spieler gemacht hat, werden die da random rein generiert und da sind jedes Mal andere. Und das war tatsächlich, ob ihr es mir glaubt oder nicht, auch schon soweit das Hotel. Es sind nur diese fünf Räume. Es ist zwar zweigeschossig, aber das zweite Geschoss ist quasi nur für die Form des Gebäudes, nur für die Außenansicht. Ich habe da keinen Gang gemacht, dass man da hochkommt. Das da oben ist quasi einfach nur ein Raum. Das habe ich nur gemacht, damit es von außen nach mehr aussieht. Da oben ist aber nichts. Ich hätte vielleicht das noch ein bisschen feiner machen können, weil man sieht natürlich jetzt den Kiesboden vom Dach sieht man jetzt als Decke. Das ist nicht ganz so toll, aber man, wenn man nicht so sehr darauf achtet, wenn man jetzt so guckt oder so und sich jetzt nicht unbedingt da aufspielt, dass da ein Kies, eine Kiesdecke ist, dann geht das eigentlich schon. Man soll ja nicht so genau hingucken. Hier auf der linken Gebäudeseite habe ich auch alles mit Vorhängen gedeckt. Ein paar sind zugezogen, ein paar sind offen.
hinten, ich war mir nicht sicher. Ich wollte ja eigentlich noch zu dem Hotel so einen Steingarten oder irgendwas machen. Hier sollte eigentlich noch irgendwie was hin, aber ich habe es dann doch irgendwie nicht hinbekommen. Die Frage ist natürlich, dieser Gebäudekomplex oder der Wohnblock, wie auch immer, der geht bis hier noch weiter. Das heißt, je nachdem, was hier dann eventuell noch hinkommen können sollte, falls ich hier je was weiterbaue, könnte man hier natürlich noch einen kleinen Weg machen, dass man hier trotzdem noch in eine Art Garten oder sowas reinkommt. Da kennt man ja so von amerikanischen Gebäuden die Feuerleitern. Das Ding hier hat natürlich auch eine Feuerleiter. Ist nicht sehr sturzsicher gebaut, aber man kommt zumindest aufs Dach drauf. Und ja, Dach, nichts Besonderes. Hier mit Gittern, dann an den Ecken jeweils so eine Lampe platziert. Gehst du da wohl drauf, danke. Damit man sich auch nochmal ein bisschen von hier oben umgucken kann. Ah ja, very nice. Very, very nice. Und ja, ich weiß nicht, hier oben könnte man auch noch quasi was bauen. So ein Elektro, so ein kleines Räumchen, so eine Abstellkammer, wo eigentlich sehr viel Elektrik und sowas immer auf so einem Dach vom Hotel oder irgendwie so ein Scheiß. Also hier könnten eigentlich noch so einige Transformatoren oder sonst was hingebaut werden. Ich habe es jetzt erstmal so freigelassen. Einfach nur, dass man eine kleine Plattform hat, von der man nochmal gucken kann. Und das war es dann mit dem Hotel. Das hier sind... Den habe ich aus... Habe ich wahrscheinlich auch wieder nicht bei mir, doch habe ich. Das sind Burgkacheln, die ich schwarz gefärbt habe. Wen das interessiert, schwarz gefärbte Burgkacheln. Kann man, denke ich, machen. Das andere ist Granit. Und so viel zum Hotel. Dann habe ich hier... Hier natürlich noch einen kleinen Weg, das war beim letzten Mal auch noch nicht. Da hat es direkt am Gebäude gestoppt. Hier geht der Weg ein bisschen weiter. Hier ein paar Kisten platziert und hier Ende im Gelände. Und dann, damit die Tiere hier glücklich sind, habe ich halt einen Streichelzoo gebaut. Hier habe ich einen natürlichen, verspielten Park mit einer Doppelschaukel. Dann haben wir hier einen Blumengarten noch dazu. Und hier haben wir halt die Tierbehausung. Ich weiß nicht, ich bin echt nicht fähig, eine vernünftige Tierbehausung zu bauen. Ich weiß einfach nicht, wie das aussehen soll. Ich bin mir nicht mal sicher, ob hier eigentlich ein Fußboden hin müsste. Das ist jetzt quasi einfach nur so eine halbe Holzhütte, die halt an zwei Seiten hier mit einem Zaun zugedeckt ist und nur zwei Wände hat, weil es sollte kein Gebäude. Ein Tier hat im Regelfall kein Gebäude, ein Hund oder so. Ich meine, gut, eine Hundehütte, aber wie eine Hundehütte sieht es jetzt nicht aus. Deswegen habe ich es einfach halbwegs offen gelassen, habe hier auch Grünzeug hier und da platziert, dass das ein bisschen oben durchkommt. Dann noch ein bisschen Gras drauf gemacht, damit es ein bisschen zugewachsen aussieht, damit einfach die Optik ein bisschen verfeinert wird, damit da ein bisschen mehr zu gucken ist, damit es nicht einfach nur ein flacher, brauner Bau ist. Aber ich habe jetzt auch nichts reingemacht, weil ich hatte einfach keine Idee. Ich habe echt keine Idee gehabt, was bei der Tierbehausung, was hier noch rein sollte. Das ist, glaube ich, das Schild von Eva. Eva, das ist die Killermaschine. Sie ist weiblich, Ladies und Gentlemen. Sie ist weiblich. Naja. Und so viel dazu. Das ist relativ das Unspektakulärste, glaube ich, was ich hier gebaut habe. Nun gut. So, und dann das Gebäude. Das habe ich mehr oder weniger von der guten Kaleida gestohlen. Ich habe es gesehen. Ich wollte es haben. Mein ursprünglicher Plan... Was heißt mein ursprünglicher? Wenn es weitergeht, dann hätte ich diesen Plan immer noch. Hier, bei diesem Block, der dann hier hinkommt, sollte hier quasi auch ein Gebäude an die Ecke. Und ich wollte gern so eine Straßen... So eine Überstraßenbrücke machen. Ich wollte hier vom zweiten Geschoss eine geschlossene Brücke zu dem Gebäude rüber machen, dass wenn man quasi vom Eingang dann dahin blickt, dass man da halt eine Brücke hat, die über die Straße geht. Das könnte man grundsätzlich natürlich noch machen. Wenn hier mal ein Gebäude stehen sollte, könnte man die Fenster da oben wieder abreißen und könnte das immer noch machen. Hier habe ich es übrigens gehalten wie im Hotel. Im zweiten Geschoss, im zweiten Obergeschoss ist nichts drinne, ist nur für die äußerliche Optik. Das ist alles leer, nur hier unten sind wieder Räume, wobei diesmal hier nur ein Raum ist und da ist nur ein Raum. Das hier ist ein Gegenstandsladen. Man sieht es schon von außen so ein bisschen. Hier werden schon Töpfe verkauft. Hier werden Bücher verkauft. Die haben natürlich auch ihren Platz. Die Verkäufer müssen nicht den ganzen Tag stehen. Die können sich hier auch hinsetzen.
Und die Ratte sagt uns, dass das ein Shop ist. Und von innen oder von außen, da hat man natürlich Schaufenster, da kann man schon einiges sehen. Nur die edelsten Güter, magische Kristalle, Kronen, Seesterne, Drachenschuppen, Schleimsuppe, die Dingsbumssterne, na gut, und Blumen gibt es natürlich auch. Es muss natürlich auch Blumen im Geschäft gehen. Und verkauft werden hier Figuren, Karten, Bücher, Wecker, Zauberkugeln. So sieht das quasi aus. Hier muss natürlich viel Ware sein in meinem Geschäft. Hier haben wir diesen komischen Kopf. Dann haben wir hier die Statue von dem Seemonster. Ein bisschen Bild haben wir hier. Eine Uhr. Dies, das Räuchergefäß auf dem Messingständer. Das finde ich halt auch mega geil. Wieder die geile Schleimlampe. Juwelian. Hier zum, ja, Preise ausrechnen. Was weiß ich. Ansonsten auch nicht viel los mit dem Gegenstandsladen. Hier abgedichtet, dass hier natürlich nicht jeder hinter die Kasse kommt. Kann der Verkäufer, wenn er nach vorne muss, natürlich wegstellen, damit er hier rauskommt. Ja, da haben wir noch eine Tür. Da ist der Verkäufereingang. Der ist logischerweise hier hinten. Der hat auch einen Briefkasten. Ein bisschen Grünzeug. Eine Bank. Da haben wir einen Topf versteckt. Und das ist halt der Eingang für den Verkäufer. Ja, hallo Ladies and Gentlemen. Was würden Sie heute gerne kaufen an diesem sonnigen Tage? Tschüss. Damit sind wir auch schon quasi bei der Mitte der Insel angekommen. Das ging recht schnell. Ich dachte, da passen ein paar mehr Blöcke bis dahin hin. Na gut, ist ja egal. Und hier dann noch, hier zu Ehren von Kaleida. Ich habe sie natürlich verewigt. Kaleida. Hier draußen wieder ein bisschen Fässer, Töpfe, Kisten platziert. Alles für die Deko. Alles für die Deko, Ladies and Gentlemen. Und hier haben wir dann eine gigantische, natürliche Erbauerwerkstatt mit den wichtigsten Dingen, die das Erbauerherz begehrt. Die Werkbank, das Färbefass oder den Färbetopf, womit wir Blöcke färben können. Und hier den Blockveränderer, womit man festlegen kann, welchen Block von den Blöcken, die sich verändern oder anpassen, je nachdem, wie viele man davon übereinander stapelt, dass man sich da halt direkt das richtige Ding rausnehmen kann. Dann haben wir ganz viel Ablagemöglichkeiten. Wir haben Truhen, einen großen Steinschrank hier, ganz viele Kommoden. Ja, hier ist so ein bisschen Mörser, Schneid, also hier ist so ein bisschen, ja, Mörserwerkstätte zu den Farmen, dass man sich hier seine Sachen mixt, die schmeißt man dann da rein. Leider kommen die Leute hin und wieder auch her und packen Essen in das Essbesteck rein. Das war eigentlich so nicht geplant, aber gut, lasse doch machen. Oh, hier hinten habe ich sogar das Einwohnerverzeichnis Dingsbums gebaut. Die Bewohner, die wir hier haben, das ist Ari, Franziska, Katharina, Jakob, Kaleida. Ich habe auch die Händlerin quasi nach Kaleida benannt, weil das hier ist ja der Gegenstandsladen und der wird von Kaleida halt betrieben. Dann haben wir die kleine Lisa, den kleinen Kyle, den Köchin Sven, Eva, Sunny, Stormy und Alpha. Das sind die Bewohner, die wir hier bisher auf dieser Insel haben. Ja, die Erbauerwerkstatt. Sieht aus wie eine Erbauerwerkstatt. Ein Erbauer lernt nie aus, deswegen gibt es auch massig Bücher. Ich will euch kurz einmal zeigen, wie das Gebäude eigentlich aussieht. Ich habe es nämlich ein bisschen angepasst, dass es besser in diese Welt hier reinpasst. Ich habe es auch ein bisschen kleiner gemacht, so zwei Blöcke zu allen Seiten ungefähr. Weil ich wollte jetzt nicht, dass das Gebäude viel, viel größer ist als das Hotel. Das hätte irgendwie nicht so ganz gepasst. Von hier sieht es so aus. Ich finde das sehr schön, dass da die Wände auch ein bisschen rauskommen, dass da ein bisschen Vorsprünge drin sind. Und von hinten, ja, ich habe da unten jetzt nichts mit Fenstern gemacht, weil hier logischerweise würde es ja bis hier noch weitergehen mit diesem Block. Das heißt, hier kommt ja noch ein Gebäude neben, deswegen macht es keinen Sinn, wenn hier unten Fenster drin wären. Eigentlich machen die Fenster da oben auch keinen Sinn, weil die gucken halt nur auf das nebenstehende Gebäude quasi. So, und eigentlich würde das Gebäude so aussehen. Das ist eigentlich aus anderen Blöcken, das ist glaube ich überwiegend, ist das aus Golemit überwiegend, wo sind die Wände? Das ist eigentlich aus Golemit überwiegend gebaut, also ich habe komplett andere Blöcke auch benutzt und ich habe es halt ein bisschen kleiner gemacht, habe auch ein bisschen teilweise an den Fenstern was geändert, weil ich halt eine andere Größe habe, konnte ich das so direkt nicht übernehmen. Das ist das eigentliche Gebäude, da diesen Eingang gibt es bei mir gar nicht.
Hier geht man quasi, ne, von dieser Unterbrückung in das Gebäude rein. Ja, und das ist die eigentliche Struktur, wie Kaleida sich das gedacht hat. So, wieder weg mit dir. Und ich glaube, das waren die Dinge, die ich seit Folge 1 ergänzt habe. Hotel, Streichelzoo und Gegenstandsladen Erbauerwerkstatt. Den Bauplan möchte ich auch wieder wegpacken. Gehen wir mal gucken, ob wir von hier oben irgendwas Tolles sehen können. Zack, 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 zack. Der Nebel setzt halt schnell ein. Das ist halt nicht so toll, dass es so schnell alles ins Bläuliche übergeht. Also dahinter ist noch einiges am Platz. Da würde noch was hinkommen, normalerweise um das Hotel herum natürlich noch. Hier, der Block geht natürlich noch weiter. Da kommt dann natürlich ein Block und ich weiß halt nicht genau, wie man das an den Mauern direkt machen sollte. Das kann natürlich nicht irgendwie mit der Stadt anfangen und davor umrandet überall mit den Eisenblöcken. Da muss natürlich mit der Mauer, müsste grundsätzlich noch irgendwas passieren. Ach so, hier auf dem Dach, das hat man jetzt wieder gar nicht gesehen. Da habe ich einen Gargoyle drauf platziert auf dem Dach. Wie nice ist denn das? Ein Gargoyle! So, Mr. Hotel. Das war's im Großen und Ganzen. Gehen wir nochmal gucken, ob wir von da oben noch was Tolles erhaschen können. Oder wir könnten auch fliegen, vielleicht sehen wir es dann noch besser. Mhm. Ladies and Gentlemen, so sieht Naoyas Let's Show Welt zum derzeitigen Zeitpunkt aus. Achso, ich musste euch jetzt ja noch zeigen, falls jemand auf diese Welt will, vielleicht will sich ja irgendwer irgendein Gebäude nehmen oder sowas oder einfach nur mal hier rumlaufen. Ich habe euch jetzt so oft nach Codes gefragt, da will ich euch natürlich meinen Code nicht vorenthalten, den sollt ihr natürlich auch wissen. Und wir haben, ja, meine Seite bitte. Sieht man da unten links in der Ecke Hochlader-ID, wenn ihr diese Insel besuchen wollt. NR großes A 6 Z K D I großes M 5. Mit dem Bild hier, ne, mit dem hier könnt ihr die Insel besuchen. Da habe ich die Insel hochgeladen. Und dann, ja, könnt ihr gucken oder ihr lasst es bleiben. Das war's dann aber auch mit dieser Folge. Es wird nämlich schon wieder dunkel, Schlafenszeit. Wir lassen es wieder hier oben ausklingen. Oh, 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 oh. Nice. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr hier gesehen habt. Kommt mich gerne besuchen, klaut euch irgendwas, haut einfach nur die Leute mit eurem Schwert zu Brei. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur auf den Pfaden wandeln, auf denen auch ich gewandelt bin. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und eventuell gibt es irgendwann nochmal eine Let's Show Folge 3. Eventuell auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat ja einer von euch auch Ideen. Wenn ihr auf diese Insel kommt, ihr könntet euch ja beispielsweise ausmessen, was an diesen Blöcken hier noch frei ist. Und ich bin jetzt auch nicht abgeneigt, wenn, ich sage mal, wenn ihr die freien Felder hier bei euch irgendwo auf der Welt füllen würdet. Ihr messt euch jetzt aus, wie viel Platz ist hier und ihr baut was, was themenmäßig dahin passen würde. Ladet das dann hoch auf eure Insel und sagt hier, Meister Naoya, ich habe was gebaut, was du da reinfüllen könntest. Ich habe die Insel hochgeladen, hol dir doch den Bauplan ab und bau das da rein. Ich will nicht versprechen, dass ich das tue, aber ich meine, die Möglichkeit würde bestehen. Ich muss die Insel ja nicht alleine bauen. Ich kann die Insel ja quasi auch mit euch zusammenfüllen. Das wäre vielleicht sogar angenehmer für mich, weil ich habe langsam wirklich keine, ich habe gar keine Idee, wie ich jetzt großartig weiterbauen müsste. Aber vielleicht tut ihr das ja für mich. Wir werden sehen. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Wartet,